wird immer halt rotiert, wer das gerade dann mal ausrichtet die Woche. So, das war jetzt neulich wieder bei ihm gewesen. Und wie seine Freunde so waren, haben sie halt auch ein bisschen was über den Dosti getrunken. Jedenfalls hat er sich beschwert, dass alle seine Lego-Steine durcheinander gebracht haben. Wow. Oh, wow. So, apropos durcheinander bringen, bringen uns ja jetzt mal nicht mehr durcheinander, weil der Run fängt gleich an. Ich wollte gerade sagen, ich lasse euch jetzt in Ruhe, habt viel Spaß bei Resident Evil, ich schaue gespannt zu. Danke. Ah, das war ein schöner Übergang, ne? Kylo, ich glaube, ich bin mit dem Spam, oder? Genau. Bitte nicht übertreiben. Ja, dann willkommen zu Resident Evil 3 Remake 2020 released. Genau. Meiner Meinung nach eins der besten Remakes. Auch wenn es tatsächlich sehr kurz ist, aber wer das Original Resident Evil 3 kannte, der wusste eigentlich, worauf er sich einlässt. Richtig, das war halt genauso kurz. Es regt halt dazu an, das mehrfach durchzuspielen. Ja, kannst du auch ordentlich was freischalten, tatsächlich. Finde ich persönlich ziemlich geil. Also ich hatte im Endeffekt, ist das über 30 Stunden? Und wenn ich jetzt zum Beispiel speedrun würde, hätte ich locker schon das Doppelte davon. Ja, locker. Und eigentlich hatte ich ja tatsächlich von Anfang an, bevor ich es überhaupt gespielt habe, schon überlegt, ob ich es dann auch speedrunne. Irgendwie hatte sich das jetzt noch nicht ergeben, aber vielleicht setze ich mich da tatsächlich mal speedrun-technisch auf. Wenn ich so die Zeiten sehe, dann kriege ich Tränen in die Augen. Ja, gut. Weißt du, was ein Grind ist? Mhm. Da darfst du halt gefühlt nichts anderes nebenbei zu tun haben. Genau. So, die Anfangssequenz hier, die ist schon mal sehr cool inszeniert. Und ich sehe übrigens auch, dass er die Grafik relativ niedrig gestellt hat. Das sieht man an Jills Haaren ganz gut. Ja. Ich schätze mal, damit er auf die 120 FPS kommt. Genau. Das wollte ich mich gerade sagen. Also je niedriger die Grafik, desto schneller läuft das Spiel ja im Endeffekt, so mehr oder weniger. Da gibt natürlich auch entsprechende Begrenzung. Moin, Enix. In welcher Schwierigkeitsgrad ist das eigentlich? Standard. Ja, ich sehe schon. Ja, gut. Ach, Mondschein. So, hier sind wir Brad, ein Member der Stars. Hat im ersten den Heli geflogen. Genau. Und im zweiten hat man ihn erschossen, wenn man es richtig gemacht hat. Ja. Also im Original zumindest. Ich habe halt das Remake vom zweiten Teil immer noch nicht gespielt. Uff. Ja, das steht aber ganz weit oben auf meiner Liste. Nobody Nine tatsächlich nicht, um schneller Gegner Platz zu machen. Weil beim 2 Remake hast du zum Beispiel 120 FPS mit dem Messer zugeschlagen, hast du einen Damage gemacht, der war abartig. Und das hast du hier beim 3 Remake gar nicht. Aber bisher ist es halt alles noch ein bisschen unspektakulär. Das Gebiet könnt ihr schon mal merken, das werden wir nachher nochmal wiedersehen. Mehrfach. Oder? Moment. Nee, Quatsch. Nee, das hier ist nicht. Noch gar nicht. Ja, ja. Stimmt. Übrigens, hier steht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ein Zombie. Und der ist so ekelhaft. Also ich konnte dem ganz schwer auch nur ausweichen. Auf alle Fälle ist das die Stelle, die den höchsten Schwierigkeitsgrad sehr schwer macht und der finale Kampf. Ansonsten, also wenn man zumindest Raketenwerfer freigeschaltet hat, eigentlich gar keinen Unterschied. Ja. An Schwierigkeitsgrad. Außer dass Nemesis gerne mal ausweicht. Ja, das ist auch nicht. Aber da auch Neo von Matrix. Genau. Das ist echt. Ach, ich stelle mir das gerade bildlich vor. So, wir kriegen hier einmal unten durch. Da kann auch nichts passieren. Also hier ist quasi so tutorialmäßig. Genau. Nochmal ein guter Freund raus. Und hier haben wir jetzt schon mal die Ausweichanimation gesehen. Also wir können per Knopfdruck können wir den Attacken ausweichen. Gab es eigentlich auch schon im Original dritten Teil, aber da war es halt deutlich schwieriger. Oh ja. Hier ist es vereinfacht. Und interessanterweise, und das wissen einige gar nicht, wenn man so ein Perfect Dodge schafft, also dieses Ausweichen, und direkt danach dann die Zielentaste gedrückt hält, dann visiert man automatisch die Schwachstelle des Gegners an, beziehungsweise wenn man ein Messer in der Hand hat, sticht man damit automatisch dazu. Kann halt auch mal sehr nützlich sein. So, in der Sequenz eben hätten wir einfach liegen bleiben können, wir hätten sogar auf ihn zukriechen können, das hätte überhaupt keinen Unterschied gemacht. Jeder andere am Anfang immer aus Panik, oh, zurück, scheiße. Ja, genau.
Aber muss man tatsächlich nicht. Ja. So, hier sind wir Carlos Oliveira. Genau. Mitglied der, Gott, wie hießen sie? UBCS, ne? Ja, genau. Ja. Viele feiern ihn im Remake, weil er einfach richtig badass ist. Richtig. So, und da hat man eben jetzt schon so einen kleinen Trick gesehen. Und zwar haben wir uns vor Carlos geschoben und sind dann schnell vorgelaufen. Und dadurch rennt Carlos halt auch ein bisschen schneller, weil er mit uns mithalten will. Hier gibt es jetzt gleich einen Trick. Mal schauen. Achso, obwohl so geht es natürlich noch besser. Stimmt. Wenn man da normal runterläuft, Carlos ist eigentlich schneller als wir. Wenn man normal runterläuft, aber an genau der richtigen Stelle läuft, dann schiebt Carlos ein Stück nach vorne. Damit könnte man halt auch ein bisschen Zeit gut machen. Richtig, und wenn man sich fragt, warum aimt er denn immer wieder beim Treppelaufen, man tut damit die Animation ein bisschen canceln, sprich Stair-Surfing. Genau, was wir auch aus dem HD-Remaster zum Beispiel kennen, oder Resident Evil 1. Macht tatsächlich eine ganze Menge aus, zeittechnisch. Oh. Also es macht ein bisschen was wert auf jeden Fall. Oh, die Heilung nimmt ja mit, okay. Also einen zumindest. Ja, wahrscheinlich Marathon, safe. Ja. So, jetzt normalerweise sind wir in der Innenstadt von Raccoon City. Hm? Wir machen ja ein New Game, das heißt ja die ganzen Items ja gar nicht. Gut, dann werden wir jetzt zuerst den Bolzenschneider holen. Es gibt zwei Items, die man braucht, um weiterzukommen und die man aber freischalten kann auch später, sodass man die von Anfang an hätte. Das ist einmal der Bolzenschneider, mit dem wir halt Ketten, also Schlösser quasi, aufschneiden können. Und dann gibt es den Dietrich. Richtig. Und den können wir halt Schlösser knacken, logischerweise. Diese beiden Items, die würde man eigentlich relativ früh bekommen im Spiel, also beide. Sag mal so im ersten Abschnitt. Und wenn man es aber von Anfang an hat, spart man sich so ein bisschen Backtracking, wenn man alles einsetzt. Ein bisschen ist gut, das ist echt eine ganze Menge, was du sparst. Ja, im Endeffekt schon. Ja. Du musst hier in die Station, musst du nur einmal. Für die Schienenumstellung und das war's. Nee, hat nicht geklippt, das ist dieses Stair-Surfing, was wir meinten. Genau. Einfach Animation-Canceling. Also es ist kein Klippen, es ist halt, man kommt ein bisschen schneller die Treppen hoch oder runter, weil einfach so ein paar Animationen da ausgelassen werden. Sieht auch mal lustig aus. Jill wird zur Headbangerin. Hast du was gegen Mettler? Nö. Nichts Effizientes. Nein. Wow. So, da nochmal dodgen. Also das Dodgen ist hier in dem Teil tatsächlich relativ einfach, wenn man so ein bisschen das Timing raus hat. Ja, genau. Jetzt tun wir das Feuer löschen, was du eigentlich im Ur-3er super spät machst. Relativ spät. Also sie haben einige Sachen vorgezogen, andere wieder ein bisschen verschoben. Genau. Aber du erkennst ja die Parallelen zum alten. Richtig, also die meisten Gebiete, die man aus dem alten Teil kennt, die gibt es auch hier. Achso, kann es sein, dass er das eine Heilkraut aus einem anderen Grund mitgenommen hat? Ja. Okay. Ja. Ich habe da gerade nicht mehr dran gedacht. Warte da nämlich ein bisschen Zeit. Wobei, ja. Mir wurde ja... Der liegt jetzt auf dem Weg. Ja, keine Ahnung. Wobei mir wurde ja damals mal, als ich das gestreamt hatte, hatte mir ja irgendein Zuschauer, ich weiß nicht mehr, wer es war, der hatte mir ja mal gesagt, dass man an der Stelle, wo man das Heilkraut eigentlich regulär benutzen muss, einmal, dass man da ohne Heilkraut langkommt, weil man sehr schnell ist und alles sehr präzise läuft. Ja, das hatte ich in meinem ersten Run, weil ich die Heilkraut versehen hatte. Ach so, das hattest du ja sogar. Ja. Stimmt, da war ja was. So, da hat er nochmal zwei Heilkräuter eingesammelt. Hier wäre jetzt der Dietrich. Nee, da ist der Dietrich. Ja, also ja, hier ist der Dietrich, genau. Aber wenn wir die beiden Sachen halt per Punkte, also wir können hier immer Punkte verdienen, damit Sachen freischalten. Und wenn wir die den Bolzenschneider und Dietrich freigeschaltet hätten, hätte uns diese Freischaltung spätestens hier gar nichts mehr gebracht. Genau, so, jetzt haben wir einen neuen Effekt. Den gab es vorher nie so. Wir waren mit Parasiten verseucht. Dafür gibt es dann Resident Evil 3 Remake keinen Gifteffekt mehr. Ja, erstmal habe ich ehrlich gesagt nicht gecheckt, was da war. Okay. Einfach weiter, deswegen hatte ich das ja, ne? Ach so. Ja,
Weil ich hab danach einen blauen Kraut gesucht, so reflexmäßig, so, weißt du, du findest ja keinen. Ja, sehr gut. Übrigens, an der Stelle lag eben auch ein Buch oder ein Magazin. Möglicherweise das letzte Magazin gewesen, das ich eingesammelt habe. Und ich war mir ganz sicher, dass ich das eingesammelt hatte vorher schon. Weiß ich, ob ich dann irgendwie mal gestorben bin oder einen neuen Spielstand oder einen Spielstand neu geladen hatte und dann beim nächsten Mal nicht eingesammelt habe oder so. Aber ich habe mich dumm und dämlich gesucht. Genau nach dem habe ich nicht gesucht, weil ich mir sehr sicher war, dass ich es eingesammelt hatte. Und dann war genau das halt das, was mir noch fehlte. Letzte Dokument. Na, schönes RNG. Yep. Viecher lassen ihn tatsächlich in Ruhe. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ja, ich habe auch gerade überlegt, verdammt. Aber da habe ich immer wieder Probleme mit dem Namen. Nee, im Endeffekt müssen wir hier jetzt an vier so einen Schalter ran. Dodge. Wir müssen hier an vier Schalter ran, die müssen wir alle vier betätigen, damit der Strom quasi wieder da ist und dann einfach wieder rausrennen. Aber wir werden da halt die ganze Zeit von diesen Viechern belagert quasi. Die können halt auch hart nerven, wenn sie, wenn du gerade einen Schalter umlegen willst und alles. Also die sind sehr penetrant. Vor allem machen die auf höherer Schwierigkeit so einen Damage. Ich komme da immer ein bisschen durcheinander. Hier in dem Teil hat der Verletzungsgrad ja keine Auswirkungen auf die Geschwindigkeit gehabt, ne? Nee. So, wir treffen jetzt auf einen netten, alten Bekannten. Auf den Nachbarn. Genau. Er war ein bisschen sauer, dass wir den Stream hier so laut hatten, genau. Ja, man hat es Animation Canceling hinbekommen. Weil normalerweise würde Jill zurückschrecken und oh Gott und scheiße, und wenn du nah genug an der Wand langläufst und die Kamera richtig drehst, macht Jill das nicht. Nein, Enix, zum Glück gibt es keine OOB oder größere Skips. Ganz normaler Resident Evil Run. Genau, mit so ein paar winzigen Optimierungen, wie halt dieses Air Surfing hier. Ja gut, die hast du ja gefühlt schon bei jedem Resident Evil gehabt. Ja gut, davon abgesehen. Ja, und mein Man Crank. Da war eben auch Nemesis schon wieder. Wer sich Nemesis mal in Ruhe angucken will, oben auf der Hauptstraße ist ein Spielzeugladen. Nemesis einen verfolgt, stellt euch da rein, der kommt nicht hinterher. Könnt ihr in Ruhe betrachten. Oder schaut euch einfach Bilder an. Ja. Ich warte übrigens auch noch auf die erste Mod. Da gibt's vielleicht schon Mods hierfür? Da gibt's schon Randomizer, soweit ich weiß, und alles. So, ja gut, der Randomizer, der ist ja sowieso eigentlich ziemlicher Mist. Also nicht, dass ich dem Entwickler des Randomizers da jetzt was vorwerfen will. Das Problem bei dem Spiel ist, das hatte der Entwickler vom Randomizer auch mal geschrieben, man kann die Key-Items in dem Spiel nicht randomizen. Na. Das Spiel dann sehr stark dazu tendiert abzustürzen. Und ein Resident Evil mit einem Randomizer, der keine Key-Items randomized, ist natürlich irgendwo ein bisschen witzlos. Nobody, die Runner haben das Spiel schon hart zerlegt. Nemesis Goes Honk, genau. Ja. Was fürchte ich. Nix, doch, man kommt aus dem Laden noch raus. So, wir haben auch eine neue Mechanik Nemesis seitens. Er kann Zombies infizieren mit Parasiten. Haben die so einen Kokon auf dem Kopf, haben Tentakel und verprügeln dich. Genau. Und Main Crank, wenn du die Demo gespielt hast, tatsächlich unterscheidet sich das eigentliche Spiel deutlich von der Demo, was so Nemesis an sich angeht und was das Ende angeht und so. Gut, ja, gecatcht. Aber ist eine gute Demo gewesen. Die One-Shot-Demo. One-Shot-Demo? War das nicht die One-Shot-Demo vom Dreier? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum die One-Shot-Demo dann genannt wurde. Weiß ich nicht. Oh, weiß auch nicht. Egal. Eben, wo wir in die Trainstation wieder rein sind, hat man rechts diese tolle alte Uhr aus dem Urdreier gesehen, wo man die Edelsteine einsetzen muss. Genau. Die kann man ja auch finden und kriegt dann verschiedene Upgrades. Ich glaube, einmal eine Granate, Schrotflinten-Upgrade und eine Tasche. Genau. Aber nichts, was man wirklich braucht. Oh Gott. Oh. Das ist so ein ekelhaftes Gefühl da an der Stelle. Also eigentlich kann man, oder sollte man Nemesis dann natürlich kurz betäuben, dann schnell das Ding öffnen, aber man muss es nicht.
man auch ein bisschen Zeit sparen. Wenn man schnell genug ist. Genau, wenn man schnell genug ist. So, die Sewers, die kommen ja eigentlich, kamen die im Dreier überhaupt so richtig? Nicht wirklich eigentlich, oder? Geht gerade. Nur nee, dieser Mini-Abschnitt, wenn der Wurm kam. Aber das war ja unter dem Restaurant. Genau. Und sonst hat uns ACM Urdreier keine Sewers so richtig. Aber wo wir gerade dabei sind, gab es das in dem und dem schon? Oder noch? Tatsächlich gibt es zwei Gebiete im Original, die es hier in dem Spiel nicht gibt. Das vermute ich eben, bei denen auszuweichen. Weil die können one-shotten. Genau. Auch neue Gegner, die Gamma Hunter. Oh. Ich nenne sie liebevoll Gunter. Die Gunter, genau. So, jetzt haben wir hier den. War das der Akku? Der Akku, ja. Und den brauchen wir, um bestimmte Türen zu öffnen. Und ja, damit kommen wir hier halt im Endeffekt weiter. Und diese Gunter, die können einen halt quasi am Stück verschlingen, egal wie viel Energie wir noch haben. Und deswegen sind die halt so gefährlich. Ja, auch das Dodgen ist super gefährlich. Ich persönlich würde es nicht machen. So, eigentlich hätte man jetzt noch einen anderen Raum gehen können, wo man noch eine zusätzliche Gürteltasche bekommt und den Granatwerfer. Aber Capcom hat sich gedacht, wir sind mal ganz, ganz nett. Ach so, und stimmt. Und tragen wir alle Waffen, die du nicht mitnimmst, Granatwerfer, Shotgun, tragen wir die hinterher. Ab einem gewissen Safe Room kriegen wir die Waffen hinterhergetragen. Okay. Ach so, die Demo von Resident Evil 2 konnte man nur einmalig 30 Minuten spielen? Dann war sie 2, ja. Echt? Okay. Ja. Wusste ich gar nicht. Ich habe die Demo damals halt nicht gespielt, deswegen. Oder auch nicht runtergeladen oder so. Aber das ist auch mies. So. Damit ist die Kanalisation sogar praktisch geschafft jetzt. Genau, hier an der Stelle ist sie ja geschafft. Ja, im nächsten Nachhinein. Ja, die können wir einfach ignorieren, die Zombies. Durchrennen und jetzt. Da ist übrigens noch ein Speicherraum, den habe ich nicht gesehen. Ein Stück vor dem Stream, Vini. Achso, ja? Oh, okay. Ja, das hatten wir vorhin aber auch schon mal. Da hatte Yuki dann die Medienquelle einmal refreshed und dann war ich zumindest trotzdem noch vor dem Stream. Wie lang denn? Oder Moment, ich zähle mal unten. Ich bin jetzt bei 17:22. Okay, also ich bin 2 Sekunden vor dir. Wir sind ungefähr 8-9 Sekunden vom Stream. Oh. Ich glaube, ich gucke dann unseren Restream einfach. Ja, machen wir es einfach so. Ja. Falls wir dann zu sehr off sind, dann trotzdem nochmal Bescheid sagen. Ja. Dann probieren wir es einfach mal so. Ja, Baustelle. Relativ einfach? Einfach. Ich hatte mir mehr erwartet damals, als ich erst auf die Baustelle kam. Ja gut, das stimmt. So klar, du wirst von Nemesis gechased ohne Ende, der mit seinem kleinen Flammenwerfer aus die Barbecue machen will, aber uff. Fun Fact, man kann hier an der Stelle Nemesis auch zu Boden ballern. Bringt allerdings nichts. Also ja, man kann ihn halt ein bisschen verlangsamen, aber wenn man da normal durchrennt, kommt man da problemlos raus. Und ohne Munition zu verbrauchen. So, Nemesis Fight. Jo, er hat seinen Kanister ja auf dem Rücken, den müssen wir zerschießen, bis er explodiert. Und geht er so ein bisschen Quick and Rage. Hab nur ich schwarzes Bild jetzt gerade? Nein, das passt gerade. Yugi refresh gerade die Bar. Ach so, okay. So, und dann müssen wir Nemesis nochmal auf die Knie zwingen, so rum, und halt komplett, ja, finishen. Relativ. Also gefühlt tut man ihn finishen, aber natürlich ist es nicht so. Wäre zu einfach. Eben. So, ich gucke dann aber jetzt erstmal wieder den Mainstream. Ich sag noch die Zeit nochmal durch. Das passt. Also ich bin genau synchron mit unserem. 19, 13, 14, 15. Ja, passt.
Okay. So, Kendos Gunslinger. Genau. Aus dem Zweier. Hier sehen wir auch Kendo. Ah, okay. Das ist okay, wenn ihr ein bisschen vor uns seid, ist das okay. Genau, also eine Sekunde hinterm Stream ist besser als fünf Sekunden vorm Stream. Beispiel mal. Was viele ja auch nicht wissen, zum Beispiel, dass Resident Evil 2 und 3 parallel laufen und nicht nacheinander. Also mehr oder weniger parallel. Resident Evil 3 fängt vor den Ereignissen von Teil 2 an und hört nach den Ereignissen auf. Also rein von der Timeline ist Resident Evil 3 ein bisschen länger als Teil 2. Und trotzdem das kürzere Spiel, bitte. Richtig. So, jetzt haben wir gesehen, nehmen sie es hinter uns im Raketenwerfer. Muss auch mal auch echt wieder übertreiben. Ja. Er ist gern ein bisschen drüber. Oh. Das andere bringen Geschenke zur Geburtstagsparty, nehmen sie es einen Raketenwerfer. Kennt halt kein Maß. Ja, genau, Yuki. Im Dreier konntest du einen Brief aus Teil 2 finden. Wenn man ein Safe von 2 hatte, das weiß ich jetzt nicht, wie präzise das war, aber du konntest tatsächlich Briefe finden. Generell gibt es natürlich auch einige Anspielungen an Teil 2 und generell an Resident Evil. Ja. Macht euch bitte der Bericht von Jill über die Ereignisse im Herrenhaus. Mhm. Also Teil 1. So, das fällt schon die Szene mit dem Kopf, ne? Oder? Ja. Super lustig und bescheuert. Nee, du bist ein Ticken zu langsam. Das ist ein Problem. Ja. Das wurde auch in einem Dokument angekündigt vorher. Also da hatte man irgendwo ein Dokument gefunden, das war eine Beschwerde von den Anwohnern an, keine Ahnung, an halt das an die Stadtverwaltung oder so, wo dann gesagt wurde, ja, der Kopf, der da oben hängt oder draufsteht, der sieht sehr instabil aus und wir haben das Gefühl, dass ein Treffer an der Schwachstelle den zum Einsturz bringen würde. Gut, hat er auch Glück gehabt. Genau. Aber es hat sich nicht in den Weg gestellt. Jo. Normalerweise tut er sich gerne für in das kleine Türchen da reinstellen. Oh ja. Oh. Hab's gerade im Mainstream gehört. And, he wants stars, I give you stars. Das kam leider viel zu früh. So, also im Moment wieder Carlos hinterher rennen. Hier an der Stelle ist das Spiel bei mir auch, ich glaube, zweimal abgestürzt. Das war halt noch alles, bevor ich Setup. Genau. Also bevor ich meinen Arbeitsspeicher erweitert hatte und eine neue Grafikkarte drin hatte. Deswegen habe ich gleich gesagt, ich hol's auf der PlayStation. Ja. Es gibt nachher noch einen Raum, da gehe ich dann aber drauf ein, das ist ganz am Ende des Runs. Da ist es bei mir, weiß ich, wie oft abgestürzt damals. Okay. Da war es wirklich schon nervig. Ja, verständlich. So, wir sind im Raccoon City Police oder vorm Raccoon City Police Department und spielen jetzt auch mit Carlos. Genau, war ja ursprünglich im Urdreher genauso. Nur, das hat eigentlich viel später kam und du nur ein Stück von der Stadt bis ins Krankenhaus gerannt bist. Krankenhaus-Sachen erledigt hast und ja, das war's. Und da haben wir übrigens gerade Brad wieder gesehen, also Brad Vickers. Der hat mir ja ganz am Anfang des Runs schon gesehen, das ist der Jill da am Anfang durch die Straßen und Gassen gelotst hat. Und ja, der Hubschrauberpilot aus dem ersten Teil. Den hat's jetzt leider auch erwischt. Jetzt müssen wir warten, bis TJ? Tyrese? Nee. Ach Gott, ich hab schon wieder vergessen, wie hieß der denn? Unser Kumpel, so. Ja, genau. ja, ne, wir müssen da und da hin, weil der Doktor da ist. Und ja, jetzt müssen wir uns durchkämpfen. Und jetzt ist es eigentlich ganz geil dargestellt, wie parallel der Dreier zum Zweier läuft. Genau. Das sieht man hier wirklich sehr gut. Hubschrauberpiloten haben in Resident Evil immer die Arschkarte. Vor allem haben die immer so einen ganz fiesen Ausschlag.
Juckt lecker. Oh komm, lach wenigstens ein bisschen. Ha. Sehr überzeugend, danke. Okay, gerne. Wenn du dich jetzt besser fühlst. Nicht für... Alter. Hast du Pech gehabt. Okay. Übrigens, Carlos, der hat statt dem normalen Ausweichen hat er auch so eine Dash-Attacke. Ich habe die halt selber nie benutzt irgendwie, aber ich weiß, dass er das da hat. Carlos kann, glaube ich, überhaupt nicht ausweichen, der knockt den einfach ein. Ne? Oder so, ja. Und in dem Raum, in dem wir da eben gewesen sind, also der Hauptraum quasi, da gibt es auch ein nettes kleines Easter Egg. Da steht irgendwie, was war das? Welcome back. Ach ja, genau. Welcome back, Leon. Ja, genau. So oben an der Wand, so in einzelnen Buchstaben, mit einzelnen Ballons oder so. Und auf dem Tisch liegt noch so ein Ballon mit einem weiteren L. Das ist ein kleines Easter Egg, weil im Original damals dann Übersetzungsfehler war. Da war das Welcome oben an der Decke mit zwei L geschrieben. Jetzt haben die schon aus Resident Evil 4 genommen. Welcome. Genau. Wow. So, hier müssen wir quasi Tür 4, also 104, öffnen. Da sind noch zwei weitere Türen, aber die sind für den Speedrun jetzt irrelevant. Wir brauchen eine Granate und Munition. Genau. Genau, und da sind die Licker. Ja, kriegt einfach einen Fist ins Gesicht. Genau. Aber gefühlt finde ich die Licker härter. Ja gut, du hast 2er Remake nicht gespielt, aber härter als im 2er Remake tatsächlich. Okay. Und die Licker, die können tatsächlich nicht sehen, die können nur hören. Das, wenn wir langsam dran vorbeischleichen, dann greifen wir uns auch nicht an. Aber gut, dann ist langsam dran vorbeischleichen keine Option. So, und da sind wir jetzt einfach wie nennt man es am besten, das Arbeitszimmer der Polizei gegangen. Und eigentlich hätten wir... Star's Office. Ja genau, Star's Office, richtig. Wir hätten uns auch ein bisschen umgucken können, bla bla, ein paar Sachen einsammeln, alles unwichtig. Sobald wir den Raum betreten haben, gehen wir wieder raus. Dann kommt eine Cutscene und dann spielen wir auch wieder mit Jill. So, und hier sieht man jetzt, wie freundlich das Spiel ist, weil links auf dem Stuhl ist die Schrotflinte. Und der Granatwerfer liegt auf dem Fass. Genau. Die beiden Waffen, die wir vorhin quasi verpasst haben. Das Spiel sagt, take this. Genau. Das mit dem Punchen ist ziemlich OP. Jein. Also ich finde das Timing-Fenster ist noch ein Ticken schwerer als mit Jill tatsächlich. So, an der Stelle werden wir jetzt übrigens gleich auf den, zumindest Speedrun-technisch, auf den schwersten Boss des Spiels treffen. Wo Veni einfach stehen geblieben ist. Aha, ich wusste es nicht besser. Ich habe auch bei dem Nemesis-Kampf auf dem Dach davon gerage-quittet. Gut, also, das stimmt. Mehr oder weniger. Also ich habe da tatsächlich den ersten Stream damals beendet, weil ich einfach keinen Bock mehr darauf hatte. Wie ihr seht, hier muss man rennen. Veni ist einfach stehen geblieben, weil er dachte, das wäre eine Cutscene. Ach so, ja. Ja, irgendwann zum Ende hin, da dachte ich eigentlich, dass die eigentliche Sequenz vorbei ist, dass nur noch eine Cutscene kommt. Also hatte ich den Controller kurz beiseite gelegt und plötzlich war ich tot. War doof. So, und hier haben wir Nemesis schon mal in einer etwas anderen Form. Er war aber Visa-süchtig. wie ihr seht, hat Mike Minen... also früher war es der Kontaktminenwerfer, glaube ich, hieß er. Mhm. Hier hast du einfach Kontaktminen für den Grenade Launcher und sie sind endlich mal useful. Im Vergleich zum Ur-3er. Nemesis läuft hier auf den Fahrzeugen rum, an den Wänden und alles. Und durch die Minen kannst du ihn halt komplett interrupten, was das angeht. Und hast ihn schneller wieder vor den Füßen liegen. Schöner Fight. Schöner Fight. Das ist ein echt guter Kampf gewesen. Mal ein bisschen Zeug einsammeln. Und dann hat sich die Sequenz mit Jill schon wieder erledigt. Yep. Also in einer der Zwischensequenzen da eben wurde Jill jetzt
vergiftet vom Nemesis oder von dem, was von Nemesis da noch aktiv war quasi in dem Moment. Und ja, Carlos hat sie jetzt ins Krankenhaus gebracht und muss jetzt im Grunde hier ein Gegenmittel finden. So, das passt jetzt quasi wieder komplett. Also hier spielt zum Urdreher eigentlich das erste Mal Carlos. Genau. Selber Grund, warum du im Krankenhaus bist, sprich Gegenmittel für Jill holen. Oh, richtig. Und falls wer die Magnum noch nie gefunden hat, sie liegt hier im Krankenhaus. Aber ziemlich gut versteckt, wenn man ja nicht weiß, wo man da hin oder wie man da hinkommt. Das stimmt. Auf alle Fälle, erst wenn man Jill wieder spielen kann, kommt man daran. Also generell lohnt es sich, wenn man hier wieder Jill spielen kann an der Stelle, kommt man eigentlich sehr schnell in den nächsten Abschnitt. Aber man kann halt das ganze Krankenhaus nochmal durchsuchen und da sind noch einige schöne Sachen. Einschließlich halt der Magnum. Richtig. Ja, oder man spielt Albtraum Plus. Ja, aber man will sie auch mal regulär finden. Wenn es nach New Game Plus geht, könnte man auch erst einen Raketenwerfer freischalten und dann halt. Ja, richtig. Und der ist im Zweifelsfall dann doch noch ein bisschen effizienter, außer gegen den finalen Nemesis, was der Raketenwerfer ziemlich ermisst. Also im Moment auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, muss ich dazu sagen. Ui, toll, sehr erwachsen. Ah, Mann. So, wir haben eine ID-Karte geholt. Oh ja, mich auch. Das war übrigens das zweite Mal, dass ich das Spiel wenn ich sage geragequittet, meine ich damit nicht, dass ich hier wirklich, weiß ich, wie stinksauer mein PC zusammengebrüllt habe oder so. Aber da war ich so frustriert, dass ich halt auch den Stream ausgemacht habe. Lustigerweise habe ich ihn, ich glaube, am nächsten Tag direkt, also nicht direkt, auch noch ein paar Anläufen, aber besiegt. Außerhalb des Streams. So, ganz widerliche Stelle hier rechts. Oh ja. Ein Behandlungszimmer mit zwei Hunter drinnen. Mhm. Und die Hunter hier sind wirklich widerlich. Oh ja. Ja, er macht es natürlich ohne Nate, ne? Klar. Ach, erst mal ein bisschen flexen hier. Aha. Also was bei mir zumindest gut funktioniert hatte, ich war halt in der Situation, wo ich glaube, eine Granate und ein bisschen Pistolenmunition noch hatte und in den Raum rein musste. Was funktioniert ist, Tür aufmachen, Granate reinwerfen, Tür wieder zumachen. Ja, mein Problem war, erster Playthrough, ich hatte nur noch eine Blendgranate. Oh. Ja, lustig ist, der Hunter stand so an der Tür, dass ich ihm die Granate auf den Kopf geschmissen habe. Das sah halt geil aus. Plong. Stell ich mir mal lustig vor. So, jetzt treffen wir Nathaniel Bard. Hm? Zumindest seinen leblosen Körper. Hat sich halt ein bisschen hängen lassen, der Typ. Ja. Hängt ein bisschen in den Seilen. Jetzt gehen wir an seinen PC, checken E-Mails und finden raus, ey, die Cure liegt hier. So, im Grunde einfach nur zu Jill zurücklaufen. Genau, dann geben wir das Gegenmittel und ja. Ich muss sagen, sie haben die Hunter wirklich sehr geil dargestellt. Ne? Oh ja. Donation goes to the runner's choice. Good luck with the rest of the run, Mike. Give them stars. Oh, aber energietechnisch sieht es jetzt gerade gar nicht mehr so gut aus. Der wurde da eben auch einmal gebissen, da hat das Ausweichen nicht so gut funktioniert. Also jetzt muss er auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich persönlich hätte schon längst einen Heilkraut zumindest genommen. Er ist doch schon bei Jill. Achso, ja gut, okay, stimmt. Und hier draußen, ja, jetzt haben wir so eine Art Timed Arena Fight. Richtig. So die nervigste Stelle.
vor allem im Speedrun, weil man kann es halt nicht abkürzen. Ja. Also nicht wirklich, man kann halt bestimmte Gegner enttöten und dann durch ein kleines bisschen Zeit sparen, aber mehr auch nicht. Also grundsätzlich haben wir jetzt, oder lassen wir da jetzt die Jalousien runter. Und ja, bis die unten sind, müssen wir halt das ganze Ding verteidigen. Hier auf der linken, na gut, man hat es jetzt nicht gesehen, aber jetzt aktuell hinter Carlos, da ist das Krankenzimmer, wo Jill auch drin liegt. Und davor sind halt so ein paar Barrikaden. Und diese Barrikaden können von Zombies auch abgebaut werden. Wenn die alle weg sind, ist es hier Game Over. Das, wenn wir selber noch volle Energie haben. Richtig. Jules, nee, die Hunter sind noch nie auf allen Vieren gerannt. Das waren dann die Licker wahrscheinlich, wie du meinst. Also, oder gab's Hunter von Veronica? Nee, auch auf zwei Beinen. Nee, ich glaube, die Hunter waren schon immer auf zwei Beinen. In den klassischen Resident Evils auf alle Fälle. Ja, die Dinger, die an den Ecken, das sind die Licker. Die hatten wir eben in der Police Station. So, jetzt warten wir auf einen Zombie mit einer braunen oder blauen Hose, war es, glaube ich. Das ist so ein kleines Signal, dass wir gleich einen Hunter zu Besuch bekommen. Ein Kuchen essen. Oder vielleicht doch, und wir haben keinen da. Wegen zu Besuch kommen. Achso, wow. Wow. Was? Jetzt kommt gleich hier ein Hunter. Aber wenn das Licht ausgeht, richtig. Mir gefällt die Theorie, aber... Was denn? Das, was du auch gerade beantwortet hast, da. Also ich gerade Brainlag. Du hattest im Chat doch gerade was beantwortet. Ach so, ja. Ja, ja. Theorie gefällt mir. Mal was, was originelles. Definitiv. Ich kann echt nicht mehr reden heute. Hi Darkrone. Oder sie meint Drain. Achso, Drain Dimos. Oder wie heißen die aus? Na, die einen vergiften konnten, in Anführungsstrichen. Die Parasiten legen konnten. Das kann auch sein, ja. Guten Morgen, der Kuono. Kuoni, so. Oh, wir sind übrigens immer noch nicht fertig mit der Stelle hier. Mindestens 50% des Runs. Nein, so schlimm ist es nicht. Jawohl, die Hälfte sind wir ungefähr, ja, oder? Nee, ich meinte nur diese Stelle hier. Nimmt ja, 50% des Runs ein. Leider nicht. Also, nein, zum Glück nicht. Ist halt so oder so, gerade für den Speedrunner halt viel zu lang. Das war jetzt, glaube ich, 7 oder 8 Minuten, so im Schnitt irgendwie sowas. Und hier liegt überall auch noch ein bisschen Munition rum. Aber wenn man sowieso schon unterbewaffnet hier in den Raum reingeht, dann kann sogar die Munition noch relativ knapp werden. Ja, ja, und by the way, wir hatten eben den Zombie mit der blauen Bluse so und war es nicht Hose, Bluse. Ach so, okay. Und das bedeutet, dass hier gleich ein Hunter rauskommt, beziehungsweise hinkommt. Und ja, er ist weg. Ich hab die Fetzen fliegen lassen. Hm? Der hat die Fetzen fliegen lassen. Ja, ja, ich hab's gehört. Also. War eine Bombenstimmung auf alle Fälle. Nee, aber ja, da orientiert man sich an so ein paar akustischen Geräuschen und dann weiß man halt auch, wann genau man wann genau man da die Granate hinwerfen muss. Mensch, die tanzen aber schön Thriller. Ja, genau, welcher Hunter? Schon wieder weg. Oh, zu spät hast du langsam geguckt. Ach, schäm dich. Nein. Aber du hast noch eine zweite Chance in der Szene hier. Ja. Wo er jetzt einfach rumgeballert hat. Hörst du gerade die Donation? Ja, ich hör's.
Das Haiku-Ding ist doch bei dem Event so groß geworden. Aha. Ja, und also die machen ihre Donations immer in Haiku-Form. Weil da war gerade ein Haiku, das ging einfach nur Stars, 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 Stars und so weiter. So, wir spielen Jill. Genau. Oh. Und der, by the way, wenn ihr die Magnum haben wollt, zweiter Stock, da ist eine Barre, also so eine Liege, wo ein Blutspur unten drunter lang führt, da lang, durchs Fenster und ihr habt die Magnum. Genau. Und diese Lücke, durch die man da kriecht, also wo die Blutspur drunter durchführt, die kann man halt schnell übersehen. Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, wenn eine halbe Stunde oder so, obwohl keine Gegner mehr da waren, ich glaube eine halbe Stunde bin ich da rumgeirrt. Weil man sieht die Marken, beziehungsweise man sieht zumindest... Man kann sie ganz kurz durchs Fenster sehen. So genau. Ein kleines bisschen. Man sieht auf alle Fälle, dass da was liegt und das triggert einen dann. So aussieht, als wenn man da leicht ankommt und eigentlich kommt man ja auch leicht ran, wenn man weiß, wo man lang muss. Ja. So, hier müssen wir ganz kurz auf den Aufzug warten. Und hoch geht's. Hallo Dirge, moin. Hallöchen. Ja, Taschenerweiterung mitgenommen. So, jetzt treffen wir auf, jetzt sehen wir es zumindest das erste Mal auf Nikolai. Stimmt. Ja, vorher haben wir nicht wirklich gesehen, weil es gibt. Eben. So, jetzt sind hier drei Sicherungen durchgebrannt und wir müssen drei Sicherungen finden. Wir haben auch neue Zombies, jetzt das erste Mal. Shit. Da hat er mal ganz intensiv an Jill gerochen. Ich wollte gerade sagen, das sind die sogenannten Paleheads. Und Paleheads haben eine extrem hohe Regenerationsrate. Das heißt, wenn man die ein bisschen anschießt und dann, keine Ahnung, ich sag mal 5 Sekunden wartet, ist all der Schaden, den man gemacht hat, wieder verflossen. Ja, nicht mal 5 Sekunden, das kann man im SRT-Tool, also dann kriegst du die Gegner-AP angezeigt. Hm? Sieht man das ziemlich krass, wie schnell die regenerieren, das ist wirklich übel. Okay. Also im Idealfall mit irgendwelchen schweren Waffen. Säure, genau. Weil das blockt die Regeneration. Achso, ja, wir müssen jetzt halt die drei Sicherungen da wieder reindrehen, beziehungsweise reinbringen. Genau. Wenn man das in, wie war das? Ich glaube, unter 5 Minuten schafft, ne? Dann gibt's sogar unter 5 Minuten, ja. So, vor den Zombies hier nicht irritieren lassen. Von dem, was da rauskommt, ist recht nicht irritieren lassen. Hallo, Gunter. Ei. Und auf der Leiter hat man zum Glück Iframes. Oh Gott, das wäre so mies ohne Iframes auf den Leitern. Ja, da hätte auch Jill jetzt gerade ein Spaghetti gemacht. Richtig. Das war ja so. Zwei mutierte Raketen, wo mehr könnte auch sein. So, was natürlich nicht fehlen darf, ne? Letzte Sicherung und genau. Ein Hunter. War ja überhaupt nicht absehbar. Nein. Ich hatte übrigens vorhin gesagt, wir drehen die Sicherung hier wieder rein. Nein, wir holen die raus und drehen sie am eigentlichen Sicherungskasten rein. Wir drehen die auch nicht rein, weil das ist eine Stecksicherung. Oder, ja, okay. Wir packen sie rein. Dieser Palehead. Dieser scheiß Palehead. Wie war denn das? Bin dem damals ausgewichen. Also bei meinem ersten Durchgang. Und hab dann die eine Tür, glaube ich, untersucht. Ich weiß gar nicht mehr. Auf alle Fälle wollte ich durch die andere Tür in den Speicherraum da zurück. Und in dem Moment, in dem ich die Tür öffnen will, greift er mich von hinten an. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass er so dicht dran ist. Ja, moin. Boah, ich habe so einen Schreck bekommen. Da gibt's auch einen Clip von. Silvi. Hast dich eingenässt, sagst du? Ein kleines bisschen, ja. Okay. Silvi, genau.
Heißt Fäkalien, ja, okay. So, ja, kommt T, stößt T zu uns. Leider werden wir nicht mehr viel von T haben. Genau. Ja, also von einigen Teilen von ihm vielleicht noch. Ja, vielleicht. Also tatsächlich kommt jetzt eine Cutscene, die überspringen wir natürlich. Und da erleidet T dann sein Schicksal. Vom Nemesis natürlich. Ich bin sofort wieder da. Jo, alles klar. So, an der Stelle ist mein Spiel damals auch ab und zu mal abgestürzt. Also, ich sag das immer, damit ihr ungefähr wisst, wo halt bei niedrigem Arbeitsspeicher oder niedriger Grafikkarte das Ganze halt Probleme machen kann. Wir haben jetzt einfach nur was hatten wir da rausgeholt? Auf alle Fälle, um die Tür unten zu öffnen. Ach, ein USB-Stick war es. Den können wir hier die Tür öffnen und dann kommen wir im Grunde schon. Ja, eigentlich ist das ja das letzte Gebiet. Wir sind auch ziemlich dicht vor dem Ende mittlerweile. Das Tor dort, was wir da eben gesehen haben, das können wir noch nicht öffnen. Wir müssen dafür nämlich erstmal so eine Dinger hier reinschieben. Und diese Mechanik könnt ihr euch schon mal merken. Dann Bosskampf nochmal wichtig. Du wieder da. Baby. Danke. Oh, dieser Raum. Oh ja. So, und das ist die Stelle, an der das Spiel bei mir ständig abgestürzt ist. Bevor man den Aufzug da unten betritt, gibt es zum Glück noch einen Checkpoint, aber ich musste die Stelle so oft machen. Naja, Nobody. Prinzipiell ist das Labor aus dem zweiten Teil dasselbe wie der dritte, nur der dritte ist ein anderer Abschnitt. Bei dem Gesamten ist das ganze Ding einfach der Hive. Wir müssen übrigens an der Stelle zwei Komponenten für so ein Gegenmittel finden. Komponente 1 haben wir jetzt gerade geholt. Und Komponente 2 kommt dann gleich. So, also hier kann natürlich überhaupt nichts passieren in dem Raum. Nee. Oh, die hat aber schön auf die Stirn gehabt. Oh, wie ein kleiner Weihnachtsbaum. Übrigens auf der linken Seite, also von unserer Sicht aus gesehen jetzt auf der linken Seite, sind in den Bottichen keine Hunter, da sind Tyrants drin. Ja, Yuki, die Filme existieren nicht, bis auf den zweiten. Der Rest existiert einfach nicht. Okay, der erste ist auch noch okay, storytechnisch, aber der Rest existiert nicht. Es ist wie mit Diablo 3, existiert auch nicht. Ja, Nobody, das Ding erstreckt sich eigentlich über komplett Raccoon City, von der Fläche her. Das ist okay, Yuki, der Rest existiert nicht. Ja, die Animationsfilme sind auch gut. Die sind gut, ja. Beim letzten weiß ich es nicht, den habe ich selber noch nicht gesehen, aber da meint der Alf halt auch, dass der richtig ja, gut ist. Alf kennt sich da ja auch aus. Richtig gut, die Animations. Achso, wir haben übrigens auch die zweite Komponente gesammelt. Und die müssten wir jetzt hier reingeben. Da haben wir noch ein ganz kleines Rätsel zu lösen. Mike kann ich. Orpheus ist unnötig. Und 4 ist kein gutes Resident Evil in meinen Augen. Richtig, Yuki. Ja. Na, Theresia, das ist vollkommen fein. Auf Events wird es eh nie auf links ausgelegt. Das kannst du quasi als Showcase einfach nur zählen. Klar, wenn WR passiert oder PB ist nice. Aber wenn nicht, dann ist es auch okay. Okay, er sagt gerade, der Kampf hier ist wie so eine Slot-Maschine, einfach eine Menge RNG. Ja. Resident Evil 3 ist ein schlechtes Remake? Nein, definitiv nicht. Das
Das Remake ist halt sehr kurz. Das ist wohl der größte Kritikpunkt daran. Naja, das Ur-Dreier ist halt genauso kurz. Ja, eben, das hatten wir ja vorhin schon mal das Thema. Richtig, das vergessen die Leute halt gerne. Wer das Ur-Dreier gespielt hat, der hätte eigentlich zumindest, worauf er sich einlässt. Und wer das Ur-Dreier nicht gespielt hat, ich glaube, der hat auch kein großes Interesse an dem Teil hier. Richtig. Aber schön schnell. War noch ein Run-Cycle, wo er den Tank erwischt hat. Weil normalerweise rennt Nemesis da rum und bleibt dann irgendwann an einem Container stehen. Oh. Oder einen von diesen Tanks und dann musst du auf die Schalter schießen. Klar, wenn du schnell genug bist, schießt du vorher auf die Schalter. So, wir sind übrigens so gut wie am Ende jetzt. Also nach dem Kampf kommt im Grunde noch ein Bosskampf und dann war es das auch schon. Großer weißer Raum. Hier. Merkt euch, wie der Raum jetzt aussieht. Ihr werdet ihn gleich nochmal sehen, unter etwas anderen Bedingungen. Ja, gut, Kuhne, aber dafür haben sie auch wieder neue Sachen reingemacht, ne? Das ist wie beim, ja. Im Endeffekt ist es inhaltlich tatsächlich ein bisschen weniger, aber ja. Wie gesagt, das ist ein Spiel, das kann man immer wieder durchspielen. So, ja, Prinzip bei diesem Bosskampf ist, dass man, oder dass wir halt diese komischen Kugeln, die da aus seinem Körper kommen, diese leuchtenden Dinger, dass wir die wegschießen, dann ist Nemesis eine kurze Weile betäubt, hängt immer vom Schwierigkeitsgrad ab, wie lange. Und ja, dann können wir diese Kolben da reinschieben. Ich hab's nur Nekropol? Bei... Bitte? Ja, ich wollte nur Nekropol antworten. Achso. Lustigerweise habe ich es beim ersten Mal spielen gar nicht so gemacht, dass ich ihn betäubt habe, sondern ich bin immer an die Dinger rangerannt und habe sie reingeschoben. Und ich habe es tatsächlich hingekriegt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und die Raygun ist prinzipiell nicht übertrieben, weil die gab es im Ur-Dreier quasi auch schon, nur als feststehende Maschine. Genau. Wo du dann die Akkus wieder reinschieben musstest. Allerdings, ab der Stelle kann, na gut, es kann auch eine Sache passieren, aber die Sequenz hier, die kommt immer, egal wie viel Zeit man sich daran lässt, an der Stelle. So, ja, der in Anführungsstrichen finale Kampf. Es ist nochmal gegen Nikolai. Hier kann man tatsächlich auch noch sterben. Ja, kannst du auch voll verkacken. Richtig. Oder du machst es mit Absicht, weil du die Sequenz einfach mal sehen willst. Die ist echt geil, das. Ja, oh ja. Heftig, aber gut. Und zwar hat Nikolai jetzt Carlos in seiner Gewahrsam, also als Geisel genommen. Und das Ziel ist jetzt einfach, Nikolai da wegzuschießen, ohne Carlos zu erwischen. Und ohne, dass wir uns zu lange Zeit lassen. Zu lange Zeit lassen heißt Messer an Kopf. Und achso, erst Kehle aufschneiden, dann Messer an Kopf. Also Carlos Kehle aufschneiden und dann Jills. Jill kriegt dann Messer an Kopf. So. Ja. So, das war's ja schon, ne? Ja, richtig. Dann. Ich hab den Schuss eben verpasst. Wow. Ja. Nee, ich hab ihn gesehen tatsächlich. Ja. Na, ich hab ihn verpasst, weil ich gerade auf den Chat geachtet hatte in dem Moment ganz kurz. Oh. Ja, passiert halt. Ja, das war Resident Evil 3 Remake. Oh. New Games Standard. Da ist jetzt nochmal Ripley. Ja, ja, bla bla. Und. Achso, das Spiel wird übrigens in Ingame-Time getimt. Richtig. Ja. Und mal schauen, ob Smaragd auch mit aufgeschrieben hat. Also, ob er auch die Realzeit mit aufgeschrieben hat. Nee, hier steht, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt Ingame-Zeit oder normal, Realzeit ist. Warte, ich kann ja mal gucken. Ja, der Runner war das Warte. Jetzt. Microwave. Achso, das ist, ja toll, hier steht auch nur Time.
47 ist aber in-game, das ist in-game. Ich wollte gerade sagen, die Zeit unterscheidet, obwohl doch, in deinem Fall unterscheidet sich die doch ganz schön. Nein, nichts, das Estimate, die angepeilte Zeit.